Alexander Ella und heute zeige ich euch ein Rezept für Laugenbrötchen. Hierfür benötigen wir Mehl, Hefe, Butter, Zucker, Salz, Natron und grobes Salz. Als allererstes geben wir 310 ml lauwarmes Wasser in so einen Behälter. Dann kommt ein Teelöffel Zucker rein. Einmal umrühren, dass sich der Zucker auflöst in dem Wasser. Und dann kommen noch zwei Tüten Trockenhefe dazu. Einmal nochmal umrühren. Dann den Deckel drauf und kurz stehen lassen. Wenn ihr keinen Deckel habt, könnt ihr auch eine Frischhaltefolie drüber tun. In der Zwischenzeit geben wir 500 Gramm Mehl in eine Schüssel. Ich habe Weizenmehl vom Typ 405 genommen. Dann 50 Gramm Butter. Die schmelze ich in der Mikrowelle ein bisschen. Das kommt zum Mehl dazu. Und dann noch 2 Teelöffel Salz. Jetzt holen wir uns unsere Hefemischung. Hui, ihr seht, die hat gearbeitet. Die schäumt richtig. Und die geben wir auch einfach zum Mehl dazu. Weiß ich, durch den Teig ein bisschen. Und dann das. Das Ganze wird jetzt mit einer Küchenmaschine und einem Knethaken 5 Minuten durchgeknetet. Ihr könnt auch die Hände benutzen, aber mit der Küchenmaschine geht es einfach schneller und einfacher. Jetzt decke ich den Teig mit einem Geschirrhandtuch zu. Ihr könnt auch einen Deckel benutzen oder auch Frischhaltefolie. Und wir lassen den Teig nun eine Stunde lang gehen. Nach einer Stunde sieht euer Teig so aus. Also der hat sich, glaube ich, verdreifacht. Einmal den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Aus der Schüssel. Die Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. Formen und in 8 gleich große Stücke teilen. Dann nehmen wir uns ein Backblech, geben ein Backpapier drauf und formen die Teigstücke zu Kugeln. Das macht ihr, indem ihr immer von außen Teig in die Mitte zieht. Genau, und dann umdrehen. Und dann habt ihr so eine schöne Kugel. So, nun kommt nochmal das Geschirrhandtuch drauf, damit die Brötchen nicht austrocknen. Sobald das Wasser kocht, gebt ihr 50 Gramm Natron dazu. Aber vorsichtig und langsam, weil es anfängt zu sprudeln. Einmal kurz umrühren. Und jetzt lasst ihr das Wasser so ein bisschen vor sich hin köcheln und badet eure Brötchen da drin.
grobes Meersalz über unsere Laugenbrötchen. Und jetzt kommen unsere Laugenbrötchen für 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und zwar habe ich den schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Nach 25 Minuten schaut eure Laugenbrötchen so aus. Ich zeige es euch gleich nochmal. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch diese Brötchen an. Die sehen einfach aus, wirklich wie vom Bäcker. So, ich lasse jetzt auf dem Kochfeld noch ein bisschen stehen zum Auskühlen und dann sehen wir uns gleich wieder zum Essen. Oh, seht ihr das? Das sieht so gut aus. Ihr seht, die Kruste ist dunkel, so wie es auch sein soll. Unten ist es auch dunkel. Schneiden wir das mal zusammen auf. Wow, also richtig geil. Und jetzt belege ich mein Brötchen, so wie ich es gerne esse. Schnipp! So, ich habe Salami drauf gemacht und Schwarzwälder Schinken. Also offen. Außen ist es knusprig und innen weich. Richtig, richtig gut geworden. Müsst ihr unbedingt nachmachen, wirklich. Ich lasse mir jetzt das Abendbrot schmecken. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich kann alles lernen und ihr könnt auch alles lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.